Na, ihr braven Dungeon-Erkunder, willkommen zurück zu Folge 4 von Etrian Odyssey 3 Remaster HD Edition auf Steam. Jetzt verfügbar seit Juni 2023. Soll ich noch ein paar Zahlen reinschmeißen? So, wir erkunden gerade den Dungeon. Immer noch erste Ebene. Kann sich nur noch um, naja, basically Wochen handeln. Und ab und zu werden wir versehentlich von einem Lux zerfleischt. Gut, dieses Mal ist es kein Lux. Dieses Mal sind es einfach nur drei Gegner. Ich habe nicht geheilt. Schon mal gut. Ich habe auch keinen AOE. Das ist schon mal gut. App beide Schaden. Mach doch mal Angriffsbefehl. Mach doch mal Angriff. Mach doch mal Blitz. Mach doch mal Angriff da hinten. Vielleicht reicht das ja. Also ich habe jetzt Angriffsbefehl gemacht, weil das natürlich heilt. Nemesis könnte jetzt eventuell genug Schaden machen, um den Weißfisch zu töten. Er kann aber natürlich auch einfach verfehlen. Das ist auch immer eine Option. Das bedenke ich nur immer nicht. 20 Schaden, Sanakra. Nice. Gut. 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 Rote Schuppe, die geben schon fast kein XP mehr. Ist schon einfacher jetzt. Warte, ich muss alles einzeichnen. Alles einzeichnen. Ja, alles einzeichnen. Nee, es wird langsam. Wir sind nicht mehr ganz so Larryhafte Larrys. Quasi dann hier so. Ist dann da noch was? Oder ist hier jetzt Sackgasse? Nicht mal ein Shortcut. Nicht mal ein Shortcut? Im Ernst? Muss doch hier irgendwie aus der Map rauskommen von der Seite, oder? Kein Shortcut, ich werde nicht mehr. Okay, ich bin, das ist eine Tür, okay. Da könnte auch noch ein Shortcut sein. Da war ein Ereignis. Eventuell, die Gruppe wurde überrumpelt. Oh Gott. Oh Jesus. Oh Lord. Oh no. Jesus, no. Hackt mal alle auf das Ding ein. Du heilst mal Sanaka. Du greifst den an und du machst einen schweren Schuss auf das Ding da hinten. Oh nein, Nemesis ist schon wieder blind. Das heißt, er trifft schon wieder nicht. Oh nein. Nemesis. Gib dir Mühe. Oh mein Gott, er hat getroffen. Hat doch trotzdem nicht gereicht, um irgendwas zu killen. Hahaha. Heil mal Nemesis. Greif an, greif an, greif an. Ich will meine TP ein bisschen aufsparen vom Magier, weil ich Angst habe, dass es sonst nicht reicht, um den Dungeon ordentlich zu erkunden. Aber ich würde jetzt gerne schon die Ebene fertig machen, zumindest auf der Westseite, bevor wir dann zu dem Wachmann gehen und dann sagen, ey, ich bin fertig. Allerdings, wenn ich jetzt hier einen Shortcut habe, ist auch egal, ne? Bevor wir jetzt den Shortcut, also den potenziellen Shortcut entlang gehen, würde ich gerne noch... Da ist auch noch was. In der Wand vor euch ist ein kleiner Spalt. Vielleicht passt eine Person hindurch. Von dieser Seite aus scheint er jedoch unpassierbar zu sein. Okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Also so mal ein Pfeil dahin. Hier ist eine Tür. Das heißt, wir machen hier eine Wand durch. Machen eine Tür dahin. Die geht er bestimmt auf. Jawohl. Okay, hier ist nix, da ist nix, da ist nix. Gut, das heißt, ist ein quadratischer Raum, können wir schon mal vorzeichnen. Vor uns sind, ach ne. Moment. Wie gesagt, wenn, dann machen wir das schön ordentlich. Da ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Wir gehen den Schritt nach vorne. Wenn wir forschen, entdeckt ihr eine große Kiste. 100 Euro. Euronen, dafür steht EN. Euronen. Oh, natürlich. Medica 2. Keine Ahnung, ob das gut ist. Aber wir haben es gefunden, okay? Sonst ist hier nichts. Aber wie komme ich denn dann da rein? Vielleicht von unten, wenn wir dann hier rechts im Osten weitergehen. Also entweder geht es dann hier unten lang und dann da hoch. Oder wir finden, wenn wir den Stockwerk nach unten gehen, und dann nach Westen und wieder nach oben kommen eventuell, können wir da einen Shortcut aufmachen und dann können wir schnell zur Stadt zurück, ohne dass wir durch den ganzen Dungeon jedes Mal laufen müssen. Wir finden einen Spalt in der Wand. Vielleicht passt eine Person hindurch. Jawohl! Und jetzt ist ein Shortcut. Jawohl! Das ist nice. Nice, 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 nice. Double. Make it double. Ach, guck mal, wenn man das auf die richtige Stelle setzt, dann wird das sogar entsprechend gefärbt. Cool.
Ich könnte jetzt rausgehen und mich heilen, aber das wird halt auch wieder Geld kosten. Deswegen, wir gehen erstmal nochmal rein. Da oben ist ja, wo ich jetzt gerade hinwatschel, auch noch eine... Okay. Oh nein. Oh, die Schmerzen. Die Schmerzen. Schlag den mal. Du machst mal Wachbefehl auf euch vorne. Du heilst mal Sanaka. Wird wahrscheinlich trotzdem sein Leben kosten. Was schlecht wäre, aber... Okay, gut, gut. Greif bitte nicht Sanaka an. Oh! Mein Wunsch wurde... Alter, Nemesis trifft mich. Er liegt wahrscheinlich am Knüppel. Der ist nicht in seinem Element. Der braucht ein Schwert. Wenn er ein Schwert hat, dann trifft er bestimmt. Yep. So würde es sein. Schlagen. Cassie heilen. Blitze schießen. Schwerer Schuss. Oh Gott! Nichts bekommen, weil ich ihn nicht mit Feuer gekillt habe. God damn it. Das nächste Mal mache ich sofort Feuer. Ich gehe jetzt trotzdem da in die Ecke, da wird doch nicht viel sein. Oder? Okay, hier ist nix, hier ist nix, da ist nix, da ist nix, hier ist nix. Ganz großes Kino, meine Damen und Herren. Hier ist gar nichts gewesen. Dann können wir ja jetzt zurück in die Stadt tinkeln. Schlecht. Ganz schlecht. Feuerwaffen auf Cassie. Fähigkeit. Kannst du nicht. Nee, warte mal. Wir machen tatsächlich erstmal Limit. So, Angriff. Dann Feuerwaffen auf Cassie. Du kannst nichts machen. Du kannst mal verteidigen. Du hast noch Spellpunkte übrig. Du machst einen Blitzstern. Und du machst einen schweren Schuss. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Sanaka als erstes dran ist. Sehr gut. Feuerwaffen auf Cassie. Cassie hat jetzt Feuerelement, Sanaka ist tot. Damit muss man rechnen. Das hat nicht wirklich Schaden gemacht. Ich dachte, die wären feueranfällig. Wurde mir das nicht gesagt? Nicht blöd? Aber das stimmt doch, habe ich doch gelesen. Ich sag mal so, ich hatte am Anfang vor, einen First Playthrough, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, einen First Playthrough zu machen. Gott, damit jetzt kostet es wieder mehr. Ah! Ah, mein Geld! Bei dem ich eure Charaktere erstelle und dann einen Hardcore-Run mache. Das heißt, wenn ein Charakter stirbt, dann ist er tot. Ich habe zum Glück meinen Senpai gefragt. Sanaka. Also den richtigen. Und er hat gemeint, mach das nicht. Aber kann man das nicht irgendwie schaffen? Mach das nicht. Das ist eine dumme Idee. Mach das nicht. Das schaffst du nicht mal, wenn du das Spiel schon kennst. Mach das nicht. Ich dachte mir, na, das ist schon... Nee, wird schon. Mach das nicht. Naja. Bin froh, dass ich manchmal auf Leute höre. Vor allem, wenn die halt... Buch der Intelligenz. Ja, das bräuchte ich auch manchmal. Ein Haarband. Ja, das bräuchte ich mittlerweile auch mal. Ein Schleimbein. Das bräuchte ich auch mal. Was tun all diese Dinge, die ich bekomme und nicht verwende? Tech und zwei andere Sachen, die mir nichts sagen. Schnall ich nicht. Okay. Würde das stärker werden, wenn ich es irgendwie upgrade oder was? Keine Ahnung. Kann denn... Warte mal, wir haben doch hier... Wo ist denn der Herrscher? Da ist der Herrscher. Der kann Schwerter tragen. Gut. PP hoch. PP hoch ist natürlich auch nice. Sind halt nur drei. Der kann Dolche tragen. Gut, Dolche kann jeder tragen. Florett kann er benutzen. Ah, oh, Speere können nur Hopp.
Liten und Wildlinge benutzen. Oh man! Armbrust kann nur der Arbalest benutzen. Streitkolben können nur. M? Ach, M ist Mönch, ne? Also hier unten sieht man immer, wer welche Waffe benutzen kann. Ich weiß nicht, ob ich das schon erklärt habe, deswegen erkläre ich es einfach manchmal doppelt und dreifach. Und die entsprechenden Buchstaben stehen halt für die Klassen. G ist Gladiator, M müsste Mönch sein. Das kannst du Battle Monk spielen. Feuerlanze. Das ist eine Knarre. Was ist denn F? Freibeuter, Pirat. Stimmt, es gibt ja Piraten. Es gibt ja Leute mit Knarren. Ganz vergessen. Ja, da wird. Dann wird Danagra wahrscheinlich ein Florett kriegen irgendwann. Wenn wir mal ein besseres haben. Naja. Ist jetzt sowieso erstmal irrelevant. Wie sieht's mit Waffen aus? 200. Boah. Yikes. Kann ich mir nicht leisten. Ein bisschen mehr Rüstung wäre natürlich auch nice, aber kann ich mir auch nicht leisten. Was kostet denn ein Florett? 50. Und dafür geht der Angriff auf. Ah, geht schon um 7 hoch, ist schon nicht schlecht. 50 ist nicht so viel. Machen wir. Hoffentlich bereue ich das nicht. Okay. So, dann sind wir hier wieder fertig. Gehen wieder in den Wald, lassen uns da vermöbeln und freuen uns, dass wir 20 Gold machen. Also, wir müssen jetzt nach ganz oben. Ich glaube, wenn ich hier lang gehe, geht es am schnellsten. Und wenn wir dann damit fertig sind, mit der westlichen Seite, dann können wir auf die Ostseite des Waldes gehen. Das erste Stratums. Erstes Stratum, erste Ebene. Und dann können wir vielleicht sogar mal irgendwann einen Boss encountern. Das wäre natürlich geil, wenn ich heute noch einen Boss encounter. Aber, Sanaka macht einfach trotzdem keinen Schaden. Das ist. Ich meine, er ist Support, klar, der soll keinen Schaden machen, dafür ist er nicht da. Aber es tut trotzdem ein bisschen weh. Naja. Der wird schon noch scheinen irgendwann, wenn er genug TP hat. So. Also, das ist eine kleine Ecke. Vor uns ist eine Wand. Hier geht's. Upsie. Daisy, hier geht's lang. Überall Wände. Wird wahrscheinlich nicht wirklich viel zu finden sein. Hab schon wieder die Map falsch eingezeichnet. Schrecklich mit mir. Badabada, hier sind nur Pilze, sonst ist hier nichts Gefährliches. Hoffentlich springt mich kein Luchs an. Oh mein Gott, da war ich schon wieder viel zu früh. Beim Zeichnen, da ist was zum Untersuchen. Oh Gott, ein Luchs! Okay, schlag den. Gib Nemesis mal eine Feuerwaffe. Du blockst mal, weil du machst eh keinen Schaden. So, so und so. Zack, Feuerwaffe ist an. Oh. 46 Schaden, nice. 33 Schaden, nice. Angriff. Angriff. Heilen. Blitze und normal angreifen. Oh Gott! Nemesis lebt, alles gut. 16 Schaden und jetzt. Ah, jetzt macht Cassie den Rest. Ja, ich dachte, Nemesis kann den Rest vielleicht machen mit Feuer. Aber wir haben trotzdem eine Bergklaue bekommen. Weil wir ihn erschossen haben oder war das jetzt ein Random Drop? Das weiß ich immer nicht genau. Hier. Hier. Ach so, es ist übrigens nicht so ganz irrelevant, wo die Leute stehen, in welcher Reihe. Weil die vordere Reihe macht. Die vordere Reihe kriegt normalen Schaden, die hintere Reihe kriegt weniger Schaden. Deswegen will ich eigentlich auch, dass Danagra hinten steht und dann seine Support-Dinger spammt. Aber das wird halt nichts, weil hinten ist voll, weil du kannst nur drei Leute hinten haben. Wichtig ist aber auch, dass die Leute hinten, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es alles so ist wie im ersten, dass die mit Nahkampfwaffen nicht so viel Schaden machen, weil sie hinten stehen.
Mit Cassie ist das egal, weil die benutzt ja einen Bogen. Oder eine Armbrust oder wie auch immer. Deswegen dürfte das kein Problem sein. Wenn du jetzt allerdings halt mit einem Knüppel hinten stehen würdest, wird halt nichts bringen. Als ihr einen Weg umgeben von grün und bunten Blumen entlang geht, erreicht ihr eine Sackgasse. Weiches Sonnenlicht dringt durch die Blätter und ihr hört Vögel zwitschern. Es ist friedlich. Du kannst keine Monster in der Nähe wahrnehmen, ein idealer Ort für eine Rast. Aber es erscheint dir wichtiger, die Erkundung fortzusetzen, deshalb brecht ihr wieder auf. Okay. Gut, dann breche ich wohl wieder auf. Rasten. Ging nicht. Ging nix. Kein Platz. Nix. Geht nix. Rasten geht nix. Okay. Hoffentlich weiß ich später noch, was die ganzen Notizen bedeuten sollen. Falls die nochmal relevant werden. Eine Tür! Okay, es sind nur Schlocks. Die kann man einfach alle tothauen. Das ist echt ganz angenehm. Die einzigen Sachen, wo wir wirklich noch irgendwelche Fähigkeiten brauchen, sind die Luchse. Die sind aber auch weit... sind aber auch durchaus am gefährlichsten. Mit ihren beinahe One-Shots. Mittlerweile keine One-Shots mehr. Sehr happy damit. Das hat er natürlich nochmal Morty gehauen. Das ist etwas, mit dem ich jetzt leben muss. Sesam, öffne dich. Oh, da könnte man sammeln. Einzeichnen, einzeichnen. Ist wahrscheinlich wieder ein... doch kein quadratischer Raum. Doch ein sehr quadratischer Raum. Zack, zack. Und nichts an den Wänden. Man weiß nie, was man findet. Vielleicht ist ja mal irgendwann was richtig Nices da. Hacken, okay. Hacken ist... ist Holzhacken? Fragezeichen? Ja. Hacken, abbauen und sammeln. Dann gehe ich mal davon aus, will... upsala. Gut, machen wir erst den Kampf. Warte, warte, warte. Du greifst so an, du greifst so an, du greifst so an, du greifst so an, du greifst den da an. Weil Cassie kann den Fisch ja one-shotten. Das heißt, der Rest muss auf den Frosch hauen, dann müsste der eigentlich sterben. Oder auch nicht. Wir brauchen mehr Schaden! Gut, Lil wird niemals Schaden machen, weil die ist Heiler. Die wird einfach nichts anderes machen, als diese Party am Leben halten. Und fast alle haben gleich Level Up. Einzigen, die zwei, die schon bisher gestorben sind, sind die zwei in der vordersten Reihe. Das ist ja überraschend. Ich nehme das jetzt mal als Hacken und schreibe aber Hacken dazu. Damit ich genau weiß, welches Symbol welches ist, welches auch ist. Okay, dann können wir jetzt... da waren wir. Da sind wir gewesen, da unten waren wir. Wir haben alles gemacht. Das waren alles einmalige Events, deswegen ist es ein Ausrufezeichen. Da kann ich nicht rasten. Vielleicht kann ich da ja jetzt rasten, weil ich so viele HP und so viele TP verloren habe. Vielleicht geht das auch nur nachts. Weiß ich nicht, müssen wir mal vielleicht testen, aber... weiß ich nicht. Ah, hier ist der Ratgeber, da ist der Wachmann, das heißt, wir sind eigentlich fertig. Ah ne, hier ist die Truhe noch. Ist verschlossen, ich habe keinen Schlüssel gefunden bisher. Oder? Ne. Ne, ich habe nichts gefunden. Dann würde ich sagen, wackel ich jetzt nochmal kurz in die Stadt zurück und dann gehen wir nochmal ein bisschen nach Osten. So, ich bin jetzt extra nochmal zur Nachtwanderung gegangen hierher. Mal gucken, ob jetzt... kann ich hier gar nichts mehr machen. Es gibt also Tag-Nacht-Events. Okay. Interesting. Und schon wieder ein Random Encounter. Ja, ich weiß, dass ich hier voller Monster die ganze Zeit attackiert werde, aber ich will halt auch eigentlich nur meine Ruhe. Ich muss diesen Fisch mal ermorden.
Und dann gehen wir jetzt dann gleich zu dem netten Herrn Ritter. Nicer Crit. Nicer Schaden. Hab schon wieder übelst viel Leben verloren. Wir sind alle Level 4. Ich bin halt einfach nur in die Stadt gegangen oder wieder zurück, ne? Also, nichts verpasst. Don't worry. Und ich hatte am Anfang gesagt in der ersten Folge irgendwie, ja, das Spiel hat sehr viel Story. Ja, das wird auch irgendwann Story kriegen. Wie kann ich denn das bearbeiten? Fastentag. So. Das Spiel wird irgendwann Story haben. Das große Problem mit den Etrian Odyssey Games ist immer, oder so wurde mir von Sanaka gesagt, die haben immer eine geile Story, aber die heben sich halt für die letzten 20% vom Game auf. Weiß ich nicht, ob das so eine schlaue Option ist von Game Designern, aber klar, von mir aus. Muss wohl immer sehr cool sein. Schauen wir mal, ob das tatsächlich der Fall ist. Und wenn nicht, es ist de facto einfach ein geiler Dungeon Crawler. Ein geiler Dungeon Crawler. Und jetzt gehen wir mal zu dem geilen Blechmann. Mit ganz kleinen Schritten. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr Random Encounter in der Nacht haben als am Tag. Das könnte aber auch subjektive Wahrnehmung sein, weil ich gerade irgendwo hin will. Und hier eigentlich gar nicht mit den ganzen Dingern gerade befassen will. Ich laufe übrigens meistens orientiert an der Karte. Das heißt, nicht wundern, wenn ich manchmal einfach gegen die Wand gucke. So, wir können uns heilen, indem wir... Ah, warte mal! Wir hatten Level Up. Wir hatten Level Up. Nemesis, gut, dein Ding wird jetzt... Achso, nee, wir machen... Wir machen weiter Schwert können, weil wir wollen ja... Zu Rausch wollen wir hin. Ja. Ich hätte gerne, dass der Rausch lernt, der gute Mann. Sanaka, darfst mal bei der Wachbefehl skillen. Hinderungsbefehl ist jetzt verfügbar. Gewährt eine Reihe von Verbündeten 3 Runden Schutz vor Leiden. Und wird dann immer günstiger. 4 TP am Schluss. Das ist ja cool. Das ist alles günstiger? Nee, es wird teurer. Stellt mit jeder erhaltenen Verbesserung TP wieder her. Ich glaube, das sollte ich auch skillen. Das ist echt gut. Lil! Du kannst Reihenheilung machen. Kostet 10 TP. Das ist ja gar nichts! Was? Ich dachte, das kostet übel viel. Aber die normale Einzeltargetheilung, Singletargetheilung kostet schon 8. Und der AOE kostet jetzt nur 10. Ist ja top. Ups. Morty, du kriegst deinen Eisstern. Hast jetzt 2 Elemente. Und Cassie. Ja, ich habe Cassie vorhin gar nicht geskillt. Sorry. Keine Absicht. Also haben wir schweren Schuss. Der ist ganz gut, aber den finde ich eigentlich ziemlich langweilig. Front Mercer ist natürlich super cool. Fügt einem feinen Stichschaden zu. Von der ersten Reihe aus effektiver. Ja, werden wir niemals benutzen, weil Cassie wird nicht nach vorne gehen. Versteckschuss. Wartet und fügt den dann allen Feinden mit Statusleiden Stichschaden zu. Ja, wir machen nicht so wirklich viele Statusleiden. Scharfschützen. Fügt dann allen gefesselten Feinden Stichschaden zu. Wir fesseln auch nicht so wirklich. Bombardement. Schießt zufällig Schnellpfeile auf alle Feinde. Das finde ich cool. Das ist so ähnlich wie das, was Nemesis auch hat. Dann haben wir hier Feuerpfeile, Eispfeile und Blitzpfeile. Rüstungsreißer verbessert Buffs vom Gegner. Und Wolkenbrecher macht erst in der nächsten Runde Schaden. De facto auf jeden Fall erstmal das hier hochskillen. Und ich glaube, dann skill ich einfach nochmal. Und dann vielleicht... Vielleicht Bombardement? 7 TP für einen AOE ist jetzt nicht bad. Ich glaube, da gehen wir hin. Sehr langsam, aber wir gehen da hin. Wir reden jetzt erstmal mit dem Wachmann. Vielleicht heilt er uns ja. Auf eurem Weg durchs Labyrinth trefft ihr auf die Wache an ihrem Posten an der Kreuzung. Euch kommen mehrere Fragen in den Sinn und ihr zögert, ob ihr sie fragen oder in Ruhe lassen solltet. Wir hatten Erfolg! Ihr überreicht das Pergament, auf dem eure bisherigen Bemühungen zu sehen sind. Die zuvor strenge Miene der Wache hält sich auf.
als sie euer Werk betrachtet. Klasse, ihr habt wirklich wundervolle Arbeit geleistet. Mit völlig verändertem Gesichtsausdruck beschüttet euch die Wache mit überschwänglichem Lob. Geht nun zum Senatus und berichtet ihm von eurem Erfolg, um eure Belohnung zu erhalten. Ach so, ich dachte, ich darf jetzt hier weiter. Nope, okay. Ja, okay, dann gehen wir halt die Quest erst abgeben. Na gut. Stimmt, vielleicht finden wir ein paar Sidequests. Da habe ich gar nicht mal dran gedacht. Es gibt ja noch Sidequests. Oh mein Gott. Müssen wir bestimmt verschiedene Sachen farmen. Wie zum Beispiel Weißfische, die uns irgendwas Tolles droppen. Was? Brrr. Ein bisschen popplige XP, aber hauptsächlich gerade Geld. Ich brauche ganz dringend so viel Geld, ne? So viel Money. Lieber Senat, wir sind hier. Was wollt ihr? Ich habe den Wald kartografiert. Nein, wir haben den Wald kartografiert. Ich habe gehört, dass ihr eure Karte komplettiert habt. Ihr habt bewiesen, dass ihr fähige Erkunder seid und das Labyrinth bestreiten könnt. Ich genehmige den Verkauf von Objekten im Napiers Firma. Ihr werdet sie auf euren Reisen brauchen. Ich werde auch Nachricht an den Pier schicken. Den Pier? Dass die Gilde Metroids ein seetüchtiges Schiff braucht. Damit könnt ihr lossegeln, wann immer bei euch der Drang zur Seefahrt aufkommt. Wir werden niemals Schiff fahren. Stürzt euch in Seeschlachten und werdet stark genug, um mir irgendwann meinen Wunsch zu erfüllen. Das ist übel viel Geld. Und es gibt XP dafür? Wir haben übrigens Sachen gefunden. Ah, und jetzt können wir einsehen, was die für Schwächen haben. Okay. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Ich weiß gar nichts. Ich sehe nur, dass die verschiedene Sachen droppen. Hat der droppt zum Beispiel nur Bergklauen. Okay. Verstehe gerade nicht genau. Ah ja, der Doppelkringel. Der Doppelkringel hier. Hoppala. Der Doppelkringel hier bedeutet, er ist anfällig gegen Feuer. Das bedeutet, er macht blind, schätze ich. Der ist anfällig gegen Eis. Der ist anfällig gegen alles. Ist das resistent? Ist das Dreieck resistent gegen? Ha, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir haben auch Sachen gefunden. Ja, können wir abgeben. Ich weiß nicht genau, ob das was irgendwie bringt. Aber wir sehen auf jeden Fall, wie viel die Sachen da wert sind. Du hast keine verfügbaren Missionen. Wir haben so viel Geld. Auf ins Schmetterling-Bistro. Ah, hallöchen. Ihr seid die Gilde Metroids, richtig? Ich habe es vom Senatus gehört. Hier im Bistro-Schmetterling könnt ihr mit Leuten reden und Aufträge annehmen. Von Monsterjagden bis hin zum Sammeln von Objekten ist alles dabei. Wenn ihr einen Auftrag erledigt habt, kommt wieder zu mir und erstattet Bericht. Dann gebe ich euch die Belohnung, die der Kunde für den Auftrag ausgeschrieben hat. Mit diesen Aufträgen könnt ihr leicht zu Geld kommen. Ich kriege mit der Zeit immer mehr Aufträge rein, also schaut einfach regelmäßig vorbei, ja? Das wäre alles. Möchtet ihr gleich einen Auftrag annehmen? Klar! Zelte! Dieser Auftrag, hä? Oh ja, versucht euch daran, der ist nicht allzu schwer. Ich möchte die Speisekarte des Bistros erweitern. Dazu brauche ich Zutaten. Bringt mir eine Froschwange und drei Schleimbeine. Dazu müsst ihr nur ein paar Waldfrösche in der Ebene B1F töten. Ich kann mich doch auf euch verlassen, oder? Sehr gut. Und jetzt schwingt die Froschschenkel. Ha 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 ha! Ich hab die Sachen nicht. Ich hab keine Froschschenkel, glaube ich. Ich suche nach einem Ort zum Sonnenbaden. Ah! Wo mich keiner finden wird und ich vor Monstern sicher bin. Ah! Oh, ihr nehmt diesen Auftrag an. Ein einfacher Job. Perfekt für euch. Weil ihr Noobies seid. Der Auftraggeber ist Bill, ein Fischerlehrling und notorischer Faulpelz. Er sucht ein sicheres Plätzchen, um sich zu sonnen. Jeder wette, dass er dort ein Nickerchen machen will. Zwischen den Luchsen und den Fröschen und den fliegenden Fischen. Könnt ihr auf Ebene B1F einen perfekten Ort für ihn finden? Sagt einfach Bescheid, sobald ihr ihn gefunden habt. Das ist alles. Und jetzt los, das Abenteuer wartet. Ich hoffe, ich kann mich auf euch verlassen. Ich weiß schon, wo das ist. Aber ich kann es ihm nicht sagen. Ich muss wahrscheinlich erst mal dahin gehen. Okay, das ist auf jeden Fall... Also, das ist ja ganz klar, wo das ist. Kann ich meine Karte hier aufrufen? Nein.
Ja, aber das ist ja ganz offensichtlich. Was kostet das denn? 20. Nee, warte mal, wir rasten noch nicht. Das ist ganz offensichtlich dieser Rastplatz, wo wir rasten dürfen, aber wo wir noch nicht rasten konnten. Und deswegen ist es ein Questgebiet. Das heißt, wir gehen da gleich nochmal hin. Wir reden jetzt erstmal aber mit ihr. Ich habe Meldung erhalten, dass ihr die Befehle des Senators ausgeführt habt. Es gibt ein Objekt, das nur mit der Erlaubnis des Senators an Erkunder verkauft werden darf. Es nennt sich Ariadnefaden. Teleportiert euch damit nach Amaroth zurück, wenn es nötig ist. Von jetzt an solltet ihr im Labyrinth immer ein Exemplar davon dabei haben. Start ihn an, solange ihr wollt. Ich rücke ihn nur gegen Geld heraus. Da bleib ich auf der Strecke. Was kosten die? Die kosten, glaube ich, sau viel, ne? Ja, 100 kann ich mir nicht leisten. Das ist ein richtig gutes Item später. Das ist das Fluchtseil aus Pokémon. Damit kommen wir sofort aus dem Dungeon raus. Es ist richtig gut, wenn du später ein bisschen weiter unten bist. Ein paar Stockwerke weiter unten. Dann, kommst du da halt schnell wieder nach oben und es hat auch den Kosten-Nutzen besser abgedeckt. Weil du halt den Dungeon weiter erkundest, genug Geld machst, um den Faden wieder reinzukriegen und aber nicht alle drei Monster wieder zurück musst. Sondern halt wirklich immer ein bisschen weiter vorankommst. Aber können wir uns jetzt noch nicht leisten, hat jetzt noch keinen Wert für uns. Wir wollen, ehrlich gesagt, will ich jetzt gerade noch gar nichts kaufen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Wir rasten jetzt mal. Bis zum Morgen, weil es muss ja Tag sein. Dann gehe ich nochmal da rein und dann gehe ich nochmal zu der Sonnenplatzstätte und vielleicht finde ich einen Frosch zwischendurch. Und ja, schauen wir mal, ob wir dem Fischer helfen können. Okay. Wir untersuchen. Auf dem Weg durch den Wald findet ihr eine sonnendurchflutete Sackgasse. Ihr erinnert euch plötzlich an euren Auftrag, einen Ort zu finden, an dem man sich gefahrlos sonnen kann. In der Nähe sind keine Monster zu sehen. Dieser Ort wäre also perfekt. Ja, man muss ja nur dahin kommen, ne? Und dann wieder zurück. Wenn euch danach ist, könnt ihr eure Entdeckung im Bistro melden. Wunderbar, das war ja easy. Habe ich jetzt aber auch schon den Froschschenkel bekommen, habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Schleimbein, Bergklaue, nein. Dann grinde ich jetzt hier noch ein bisschen rum, bis ich den Froschschenkel habe und dann gehen wir zurück ins Bistro. Oh, Doppelfrosch-Encounter. Mal gucken, ob ich die jetzt schaffe. Also was heißt schaffe? Schaffe das schon. Aber ob die auch droppen, was ich möchte, weil die Drop-Chance nämlich gar nicht so hoch ist, wie ich gerne hätte, muss ich zugeben. Die haben nämlich noch nicht einen einzigen Froschschenkel gedroppt. Wir haben, glaube ich, schon mal einen bekommen, aber den habe ich natürlich sofort verkauft. Weil ich ja nicht wusste, dass die Quest kommt. Und es droppen ja teilweise unterschiedliche Sachen, je nachdem, wie man den Gegner killt. Das scheint bei dem Froschschenkel nicht der Fall zu sein. Der hat nur eine sehr niedrige Drop-Chance insgesamt und wir haben wieder keinen bekommen. Schade. Aber ich habe jetzt mein komplettes Inventar quasi voll gefarmt und habe jetzt auch schon ein Level-Up gemacht. Und wir sind einfach alle down, keine TP mehr. Deswegen reicht auch mal. Wir müssen ja jetzt sowieso noch die Ostseite vom Wald erkunden, dann können wir das da machen. Was wir jetzt aber machen können, ist Bericht erstatten, dass wir das Plätzchen für den Fischer gefunden haben. Dann kriegen wir da auch nochmal 100 N. Euronen. Ah, ihr seid noch im Leben, sehr schön. Habt ihr einen sonnigen, sicheren Ort für Bill gefunden? Da wird er sich freuen. Falls er wegen der Nickerchen seinen Job verliert, ist das seine eigene Schuld. Wie dem auch sei, hier eure Belohnung. Ich freue mich schon auf unsere nächste Zusammenarbeit. Ich doch auch. Oh mein Gott, es gibt alles XP. Das ist so geil. Das ist so geil. Das war im ersten nicht so. Da hast du nur die Belohnungen bekommen. Okay, dann rasten wir mal noch nicht, sondern verkaufen jetzt erstmal die Sachen. Die Bergklauen können erstmal weg. Die Messerzähne können alle weg. Die grünen Dornen können weg. Sind auch schon wieder 7 Stück. Schleimbeine. Ah, da ist sogar eine Markierung, dass wir die für die Quest brauchen. Sehr nice. Das heißt, 2 kann ich verkaufen. Die Schuppen können alle weg. Neues Objekt verfügbar. Buch des Glücks. Glück um 4. Was auch mal Glück bringt. Benötigt irgendwas. Was? Violetter Kamm. Okay. Und was macht das Ding? Auslage. Was? Ha. Okay. Ja, weiß ich nicht. Wir könnten jetzt natürlich...
könnten jetzt natürlich schon investieren. Schuppenbombs können wir nicht tragen. Ist nicht für den Herrscher gedacht. Buckelschild haben wir noch nicht. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Kostet 100, gibt uns aber 8 Defense. Komm, wir investieren mal ein bisschen. Wähle einen Ausrüstungsplatz. Hier, bitte schön. Die Frontline muss ein bisschen tankiger werden. Der hat schon ein Buckelschild. Der hat auch schon den Schuppenwams. Haarband. 8 Verteidigung. Tech. Das wäre was für den Magier. Die Riemenschuhe geben Vitalität. Das heißt, wir haben die Wahl zwischen 32 oder 36 Verteidigung. Oder... Ups. Oder... Wir nehmen das Haarband. 220. Naja. Und dann hätten wir 39 Verteidigung. Das wäre vielleicht nicht... Naja, es ist nicht verkehrt. Komm. Machen wir. Was wir jetzt auch noch machen, ist... Wobei, das Kopis ist ein gutes Schwert, aber es bringt halt Nemesis nichts, weil er braucht keine TP. Also wir warten damit wohl auch noch ein Stück. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas anderes? Dann hier die Magier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Lil als Heiler so viel Tech braucht, weil ich nicht weiß, ob Tech auch die Heilzauber verstärkt. Wer das auf jeden Fall bekommt, ist Mordi. Weil erstens gibt es ihm Defense und zweitens gibt es ihm halt mehr Damage. Also ist sowieso top. Kann man nicht zweimal equippen. Dann hätten wir noch... Er kann einen Schuppenwams tragen. Interessant, aber es würde ihm nur 2 mehr Verteidigung geben. Deswegen lohnt sich das nicht. Cassie hat auch noch gar nichts bekommen. Ein Haarband. Die hat 12 Verteidigung. Die hat nichts. Die hat gar nichts. Wir könnten ihr Stärke geben. Aber das sind auch nur 2 Defense. Dann glaube ich, will ich ihr lieber ein Haarband geben. Dann ist sie da zumindest auch mal ein bisschen geschützt. Und dann ist unser Geld leer. Das heißt, wenn jemand mal in der hinteren Reihe angreift, dann sind wir zumindest ein bisschen verteidigt. Und dann heilen wir, heilen wir jetzt und schlafen. Und dann speichern wir und dann beenden wir die Folge. Ah, ich will auch gar nicht aufhören. Dann macht es so Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt auch so Spaß wie ich. Vergesst das Däumchen nicht. Vergesst nicht, einen Tagebucheintrag zu schreiben für euren Charakter. Und dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!